Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Mein Name ist CWCD und willkommen zu einem neuen DIY-Video. Ich glaube, so kann man es nennen. Leute, ich bin wieder da. Meine Güte, gab es schon länger wieder kein Video mehr. Für die Leute übrigens, die eigentlich noch lieber mehr Videos sehen wollen würden von mir. Sehr gut formulierter Satz. Die können gerne mal in der Beschreibung schauen, denn es gibt mittlerweile einen Reaction-Kanal auch von mir. Da kommen zurzeit ziemlich oft Videos. Also wie gesagt, wenn ihr da bedürftig seid, dann schaut da gerne vorbei. Es geht hauptsächlich um die Themen Aquaristik. Es gab aber auch schon so ein bisschen was zu dem Thema Smart Home. Also eigentlich geht es um die Themen, um die es hier auch geht. Könnt ihr euch also auch vielleicht interessieren. Ich versuche da mal coole Videos rauszusuchen und dann noch dementsprechend meine Meinung dazu zu sagen. Das ist aber ein anderes Thema. Heute soll es um diesen Schrank hier gehen und ihr könnt schon sehen, ich habe ihn schon leergeräumt. Alles, was da drin war, liegt gerade hier drauf und zwar sind das meine Motorradklamotten. Das ist ja eigentlich der Grund, weshalb ich überhaupt diesen Schrank hier geholt habe, weil ich einfach keinen Platz für meine Motorradklamotten hatte. Jetzt gibt es aber so eine Sache, die mich hier extrem in der Box nervt. Ihr müsst wissen, mittlerweile bin ich ziemlich genau zwei Jahre hier und dieser Bereich sieht nach wie vor immer noch so aus, als wäre ich gerade frisch eingezogen. Und gerade wenn ich da vorne irgendwie, keine Ahnung, am PC bin oder so, die Cam anhabe, dann sieht man diesen Bereich auch noch ziemlich prägnant und der sieht einfach scheiße aus. Nicht mal die Lampe habe ich ja oben dran gemacht. Und die alte hat hier irgendwie die komplette Decke weggebrannt. Oh, das ist wirklich richtig Ruß. Krass, mir war gar nicht so bewusst, dass das wirklich Ruß ist an der Decke von der vorherigen Lampe, die da hängt. Naja, auf jeden Fall stehen hier viele Sachen einfach so rum und im Weg und weiß ich nicht was. Und am prägnantesten ist wahrscheinlich der 3D-Drucker. Und viele fragen mich immer, ob ich den überhaupt noch benutze. Und ja, Freunde, ich benutze ihn sogar ziemlich regelmäßig. Immer mal wieder für kleine Halterungen. Also ich finde, 3D-Druck auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, einen zu kaufen, auch einfach sich so ein bisschen ranzutasten. Es ist allerdings noch nicht so ganz Plug-and-Play-mäßig. Ich drücke auf den Knopf und bekomme das perfekte Ergebnis. So. Also man muss da wirklich immer viel rumfummeln und dann nochmal Tutorials gucken und alles noch ein bisschen anpassen und so. Ich mache das eher weniger, aber dafür sind meine Druckergebnisse auch eher so mehr so zweckmäßig halt als schön, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt mal gemessen und gesehen, dass dieser 3D-Drucker eigentlich da unten rein passen müsste. Gut, wenn ich ihn jetzt reinstelle, habe ich wieder keine Lösung mehr für meine Motorradklamotten, aber die kann ich auf jeden Fall eher an irgendeine Kiste hier schmeißen, als den 3D-Drucker. Der braucht wirklich einen Platz und ich finde auch, der sollte einen prägnanteren Platz bekommen. Und deswegen habe ich vor, so ein bisschen da unten diesen Schrank eventuell umzubauen, so dass der da gut reinpasst und ich hoffe, das passt wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt, aber irgendwas da draußen eskaliert komplett. Presslufthammer, sein Urgroßvater ist gerade unterwegs. Ich nehme das Ding auf jeden Fall jetzt mit runter. Gerade weil es jetzt auch wieder Winter wird, bin ich viel motivierter, wieder Sachen hier in der Box zu machen, als zum Beispiel im Hinterhof. Oh Gott, ich glaube, so passt der besser rein. Oh Gott, der passt bis auf einen Millimeter rein. Keine Zweideutigkeiten jetzt an der Stelle, bitte. Also mir war schon klar, dass es in der Tiefe sehr, sehr eng wird. Ich kann den nämlich jetzt eigentlich ziemlich perfekt reinschieben. Hätte ich aber, glaube ich, nicht gekommen mit dem Kabel. Ich habe extra noch so ein abgeknicktes Kaltgerätsteckerkabel hier geholt, damit der ja weiter hinten rein kann. Also hier passt wirklich gar nichts mehr zwischen. Also so gar nichts, gar nichts. Es hat nämlich auch noch andere Vorteile, wenn so ein 3D-Drucker in einem Schrank steht. Ich glaube, die Wärme speichert sich besser und dementsprechend verbraucht er auch weniger Strom, weil er muss ja diese Platte hier aufheizen und das Filament und sowas halt alles. Umso wärmer natürlich der Raum ist, desto weniger Kraft muss man, glaube ich, aufwenden, um zu heizen halt. Ach, das glaube ich nicht. Das ist ja wirklich krank. Also ich schwöre euch, ich habe das nicht gewusst, ne? Aber seht ihr hier hinten das Ende? Ich weiß nicht, wie scharf gerade die Kamera ist. Er kommt perfekt nicht. Oder liegt das daran, dass die Kabel das abbremsen? Oh ne, bitte nicht. Kann das sein, dass der eigentlich noch weiter nach hinten wollen würde und die Kabel bremsen das? So, wenn ich den jetzt so reinschiebe. Oh, scheiße, doch nicht. Ah, oh, da fehlen doch ein paar Zentimeter bis nach hinten. Was mache ich denn jetzt? Ich kann den ja auch zum Kalibrieren kurz rausziehen und dann wieder reinschieben, weil er das eh nicht bis da hinten hin benutzt. Wäre das eine Option oder geht das nicht? Was ich jetzt aber auf jeden Fall schon mal machen kann, ist ja oben diese Stange. Die war ja dafür da, halt eben um die Motorradklamotten hier dran zu hängen. Die kann ich noch ein bisschen runtersetzen, weil hier oben ist ja dieser Filamenthalter, wo der halt eben dieses PLA-Filament, so heißt halt dieser Kunststoff hier, der wird ja reingezogen und dafür muss er sich so drehen und dafür ist diese Stange perfekt. Also dieser Schrank ist eigentlich perfekt dafür ausgelegt, wirklich ein 3D-Druckerschrank zu sein, glaube ich. Und deswegen wäre das echt schade, wenn ich das nicht nutzen würde. Ich muss allerdings die Stange ein bisschen weiter runterholen. Das hat eigentlich sogar so einen Schnellverschlussmechanismus. Ich werde das jetzt, glaube ich, andersrum, also so rum oben hinhängen. Und normalerweise kann man das dann hier so reinklipsen und dann klippt sich das dahinter und dann kann man hier drauf drücken und dann kriegt man die Stange wieder raus. Wäre ganz cool, wenn man halt das PLA wechselt, dass man da relativ easy die Stange abmachen kann und ein neues dranhängen kann, ne? So, und jetzt die Stange mit dem Filament. Ah nein, ich hab's falsch rum gemacht. Bin ich dumm. Zwei Scharniere. Meine Trefferquote ist 50-50, Alter.
So, ich habe hier nämlich auch noch eine gelbe Rolle. So kann man dann natürlich auch super easy halt das Material wechseln. Ich habe ja bis jetzt nur diesen einen Halter hier gehabt. Und das müsste ich jetzt eigentlich relativ easy hier so drauf flippen können. Theoretisch halt, ne? Also mal gucken, so super einfach zu wechseln ist es jetzt noch nicht. Aber so oft, lol. Von dem gelben ist dieser Rahmen dicker. Das weiße dreht sich ohne Probleme und von dem gelben, das bleibt einfach hängen. Nein, jetzt sag nicht, ich muss das noch eine Etage weiter runtersetzen. So, jetzt sitzt es auf jeden Fall perfekt. Die beiden können sich drehen. Jetzt muss natürlich das Ganze noch weiter nach oben, weil das ja hier verschenkter Platz ist. Da muss auf jeden Fall auch noch eine andere Mehrfachsteckdose dran. Oh, scheiße. Der Strom, der von hier kommt, geht ja auch komplett rüber ans Aquarium. Auf der anderen Seite habe ich ja immer noch keinen Strom. Ich habe immer noch Schiss, einen Elektriker zu holen, weil ich Angst habe, dass er mir sagt, ich muss die ganze Wand abbauen, damit er da alles messen kann. Aber es ist natürlich Schwachsinn. Ich sollte den einfach holen. Dann kann er mir vielleicht immer noch sagen, was los ist. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt hier noch mit einer größeren Mehrfachsteckdose dran gehe, dass ich jetzt mit dem 3D-Drucker gleichzeitig diesen Stromkreislauf wieder komplett überfordere. Aber da komme ich auf jeden Fall mal wieder nicht drum herum. Deswegen erstmal den Drucker hier raus. Und ich glaube, ich bohre jetzt einfach hier direkt rein. Tada! So, jetzt muss ich die Etage hier irgendwie wieder rauskriegen. Oh nein, jetzt will ich das genau auf die Höhe machen, wo hier so ein Scharnier drin ist. Ja, dann geht das hier wahrscheinlich nicht. Oder kann ich das auf das Scharnier drauflegen? Nee. Ja, scheiße, sag ich mal so. Vielleicht kann ich dann auch noch eine Etage höher legen. Ja, jetzt passt es wahrscheinlich nicht mehr rein. So. Na gut, wenn ich jetzt hier zur Seite schiebe, dann passt das wahrscheinlich. Aber ist die Frage, wie geil das ist, weil das muss ja hier irgendwie durchgehen. Ja, das ist ja kacke. So, okay, kurzer Cut. Ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden, alles nochmal komplett umzubauen, wenn mir das nicht gefallen hat. Also der 3D-Drucker steht jetzt einmal hier so mittig quasi. Hier oben hängt das Filament und man könnte jetzt hier, genauso wie da unten, noch einen Boden reinmachen und perfekt jetzt zum Beispiel entweder zwei von den kleinen Ikea-Kisten oder zwei, beziehungsweise vier oder zwei große hier oben dann noch drüber machen. Wenn man dann jetzt hier noch ein Brett hätte und unten drunter, passt dann immer noch perfekt eigentlich der Staubsauger drunter. Und ich bin natürlich bestens ausgestattet und habe hier unten noch ein Brett. Und das könnte man dann eigentlich perfekt zurechtschneiden. Dafür habe ich jetzt hier schon mal die Böcke von draußen hier reingeholt. Hier drauf kann man nämlich, glaube ich, ein bisschen einfacher arbeiten. So, ich glaube, ich kann das nämlich wieder mit der Handkreissäge machen, indem ich jetzt hier die Schiene drauflege. So, hier einmal festziehen. Und irgendwo hier ist meine Handkreissäge versteckt. Aha, hab sie. Shoutout geht auf jeden Fall sehr schön raus an Asus, denn sie haben mir dieses Headset hier zugeschickt, was quasi baustellentauglich ist. Und zwar ist das Asus Strix Go 2.4 und das Ganze kann Umgebungsgeräusche komplett unterdrücken. Das heißt, wenn ich jetzt hier nebenbei einfach mal die Handkreissäge anmache, okay, die ist vielleicht jetzt ein bisschen nah auch am Mikro. Ich weiß nicht, wie gut man es hören konnte, aber wenn jetzt hier nebenbei so ein bisschen sägen würde oder so, dann würde man die quasi im Hintergrund gar nicht richtig hören. Dabei würdet ihr mit der Kamera jetzt gerade sehr, sehr wohl hören, dass ihr mich wahrscheinlich gar nicht richtig verstehen könntet, oder? Und mit dem Headset funktioniert das halt eben richtig krass. Das heißt, falls ihr mal auf der Baustelle in ein wichtiges Meeting solltet oder falls ihr irgendwie laute Umgebung zu Hause habt oder vielleicht auch unterwegs irgendwo in einem Café sein solltet oder ihr habt zu Hause ein lautes Aquarium oder einen lauten Computer oder generell viele Leute um euch rum, dann kann dieses Headset die ganzen lauten Umgebungsgeräusche halt eben ausschalten und die anderen können euch halt alle noch richtig verstehen. Aber Leute, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass Asus mir quasi ein komplettes Paket geschickt hat, was ich so im Prinzip auf der Baustelle benutzen könnte. Oder auch von unterwegs aus. Oder man ist vielleicht auch einfach eine Person, die ein bisschen schusseliger ist. Ah, oh. Jetzt ist ja Wasser auf meine Tastatur gekommen. Was mache ich denn jetzt? Geil, das ist schon ein weirdes Gefühl. Aber die Tastatur, warte mal, wir gucken jetzt gemeinsam. Ah, vorher mache ich mal ein bisschen das Wasser vielleicht hier raus, war vielleicht auch ein bisschen viel. So, ich mache jetzt hier einfach mal den Editor auf. So, und jetzt schreibe ich einfach mal mit der Tastatur. Take it easy. Kein Problem, obwohl die noch komplett klitschenass ist. Also ich glaube, man kann es auch sehen, die tropft sogar hier noch richtig. Boah, die ist echt krass am Tropfen. Alter, guck dich das mal an. Naja, im besten Fall würde man das jetzt vielleicht nochmal auf die Heizung legen, aber man kann diese Tastatur einfach trotzdem noch benutzen. Und passend dazu, das ist natürlich noch nicht alles, habe ich natürlich auch noch hier das Mauspad, was echt krass groß ist, Leute. Und dieses Mauspad, kleiner Funfact am Rande, riecht übrigens nach Neuwagen. Ich hätte es gerade ausgepackt. Es riecht 1:1 wie ein Neuwagen. Und hier kann es natürlich auch immer mal sein, dass man gerade am Essen ist und dann, ah, oh, ist mir wieder der Ketchup aufs Mauspad gekommen. Leute, dann ist das natürlich kein Problem, weil bei diesem Mauspad kann man alles, warum mache ich mir das auf die Finger? Also wenn man jetzt nicht zu blöd zum Wischen ist, dann kann man komplett ohne Rückstände, ohne Probleme dieses Ding einfach wieder sauber machen und es sieht aus wie neu, Freunde. Also entweder für die Arbeiter oder für die Tollpatschigen unter euch. Das ist euer Setup hier, Leute. Einmal das ROG Strix Gore RX Keyboard, beziehungsweise die Tastatur, die übrigens richtig geil, hier unten steht's auch, die hat neue Red Optical Mechanical Switches, also das ist eine mechanische Tastatur und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal so eine Taste abnehme, dann kann man sehen, dass diese Switches, die sind komplett quadratisch, man kennt das ja ganz oft, dass die einzelnen Tasten so ein bisschen kippeln, wenn man drauf schreibt, das hat so ein richtiges Schreibmaschinen-Feeling hier, weil man überhaupt nicht kippelt und der Sound, finde ich, ist auch sehr, sehr gut. Also ich hatte noch nie so ein satisfying Gefühl, auf jeden Fall bei einer Tastatur. Das hier ist einmal das Mauspad, dann haben wir, wie gesagt, hier noch das Headset, was ich gerade anhabe. Um mir dazu bekommen, habe ich auch noch hier das ROG Strix Impact 2 Wireless
Wireless, ne, nicht das, sondern die Maus. Das ist also mein komplettes Paket hier. Alle Infos dazu gibt es aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Danke auf jeden Fall an der Stelle an Asus, aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal wieder ohne Sauerei hoffentlich weiter. So, da haben wir es doch. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier völlig random noch ein paar Schrauben gefunden in meiner Ersatzschraubenkiste. Meine Überlegung wäre jetzt, die vielleicht einfach hier reinzuschrauben, wenn es passt. Und ja, es scheint fürs Erste zu passen. So, dann gucken wir jetzt mal, ob wir das Brett hier oben drauf kriegen. Aha, die Maße. Boah, die sind aber wieder mal ziemlich genau. Mann, warum muss ich denn eigentlich immer alles so genau machen? Da brauche ich ja gar keine Schrauben, das hängt ja von alleine. Oh, boah, das passt bis auf einen Millimeter. Guck mal, also perfekt kann sich die noch drehen hier. Sieht sogar fast so aus, als hätten wir noch mehr Platz, als ich dachte, oder? Oh, wir haben noch viel mehr Platz. Das hätte sogar noch eine Etage höher gekonnt. Was habe ich mir denn dabei wieder gedacht? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch viel Platz zum Verstauen von allen möglichen Sachen. Vielleicht auch einfach Druckerzubehör oder was für den Staubsauger oder keine Ahnung, ist ja auch Wurst. Ja, und jetzt überlege ich gerade, ob man nicht mehr vielleicht erst den 3D-Drucker anwerfen sollte, bevor man jetzt den ganzen Rest macht. Denn ich überlege vielleicht noch ein Sichtfenster hier in diesen Schrank zu machen, dass der nicht einfach da drin irgendwie was macht und man kriegt außen gar nichts davon mit. Ja, ich bin natürlich kein Profi und es wird natürlich nicht perfekt werden, aber das ist ja auch ein Bastelzimmer hier. Und ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit, um das mal auszuprobieren. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen Plexiglasscheibe hier, weil ich immer da ausprobiert habe. Ich habe es gar nicht ausprobiert, sondern tatsächlich gemacht. Ich habe zu Hause so eine Scheibe gebastelt für die Klimaanlage, damit diese Abluft und Zuluft und so weiter von außen kommt. Und guck mal, das passt eigentlich von der Größe, weil es muss ja links und rechts noch ein bisschen Bestand haben, diese Tür, sonst fällt die ja auseinander. Und so ein schmales Teil hier in die Mitte würde doch eigentlich ganz gut passen, so, ne? Ach so, und ganz wichtig, wir müssen natürlich noch irgendwas Passendes hier auch mit LEDs machen, ne? Dann kann nicht sein, dass wir hier ein Sichtfenster reinmachen und das Ding am Ende des Tages nicht leuchtet. So, jetzt machen wir erstmal den Drucker an. Der Drucker bootet. So, ich stelle jetzt erstmal ein, dass der hier das Filament überhaupt erstmal wieder reinzieht. Und jetzt heizt er das auf und müsste das jetzt hier gleich reinziehen. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass man die Bude hier drin irgendwie abbrennt, ne? Also zumindest die ersten Male werde ich hier auf jeden Fall zuschauen. Aber es gibt, das habt ihr mir auch geschrieben, als ich den 3D-Drucker hier gekauft habe, es gibt auch so Bälle. Wenn die heiß werden, dann platzen die und löschen das Feuer, falls es hier brennen sollte. Wie zuverlässig die sind, weiß ich aber nicht. Completed, please load Filament. Okay, habe ich jetzt gemacht. Normalerweise zieht er sich jetzt hier das Filament rein. Ja, hier oben kann man es auch sehen. Also die Rolle, die dreht sich auf jeden Fall. Oha, was war das denn? Naja, das kann man ja auch hier noch ein bisschen mittiger setzen und so weiter. Oh, und da kann man sehen, es hat funktioniert. Er hat jetzt auf jeden Fall das Filament hier reingezogen. Ja, und theoretisch könnte ich den jetzt mal versuchen zu kalibrieren. So, ich weiß jetzt gar nicht, was er macht. Wenn ich ihn jetzt versuche zu leveln, dann fährt er bis hinten durch. Ah, ja, 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 ja. Oh, er kratzt aber links und rechts, jetzt wenn er perfekt steht, nicht links und rechts dran. So, also, wenn man den ein bisschen nach vorne zieht, dann kann man den auf jeden Fall leveln. Er müsste jetzt jeden Moment anfangen zu arbeiten. Okay, ah, er bewegt sich. Nach links und rechts ist schon mal kein Problem. Warum sollte es auch? Oh nee, er geht wieder nach hinten. Warum fährt er denn das ganze Pad ab, wenn er das gar nicht braucht? Okay, es ist vielleicht noch nicht das Optimum. Aber jetzt muss erstmal hier die Tür raus. Denn wie gesagt, ich will die ja noch bearbeiten. Die legen wir jetzt hier einmal drauf. Diese Böcke sind echt gar nicht schlecht. Das ist einfach geiler, so im Raum zu arbeiten, als irgendwo an der Wand dran. Und jetzt will ich das erste Mal die Handkreissäge quasi so in das Holz eintauchen. Ich glaube, ist das jetzt hier eigentlich wieder so eine Pappe? Nee, das ist eine Tür. Das kann doch jetzt nicht wieder so eine Pappe sein, oder doch? Aber ihr hattet mir da eh empfohlen, also dieser Kallax IKEA Schrank, der besteht ja eigentlich nur aus Pappe und da kann man irgendwie sowas aufbügeln, damit die Kanten schöner aussehen. Das könnte ich dann zur Not hier auf jeden Fall auch machen. Aber jetzt werde ich das hier erstmal aufkleben, damit das Ganze nicht so splittern wird. Oh, der gute alte Trick, wir sind ja mittlerweile Profis. Ich werde jetzt versuchen, dieses Glas, ihr könnt es schon sehen, nicht mittig zu machen. Nein, ich habe mich hier nicht grob fahrlässig kalkuliert. Ich weiß, dass das nicht die Mitte ist, sondern ich will das so seitlich machen. Dadurch haben wir noch weniger Material hier an der Seite und diese ganze Tür wird wahrscheinlich in sich zusammenbrechen. Aber dafür kann ich von der Couch aus so seitlich da reingucken. Und hier unten ist irgendwo der Bildschirm vom 3D-Drucker und dann kann man vielleicht sogar aus der Ferne so ein bisschen so diesen Fortschrittsbalken sehen. Hier so lang. So lang. Hoffentlich mache ich nicht diese komplette Tür kaputt. Also ich kann die Handkreissäge jetzt irgendwie, glaube ich, hier so einhängen, so wie ich das immer mache. Und dann muss ich die gleich irgendwie hier festhalten. Und dann muss ich die anmachen und dann hier so reintauchen. Ich glaube, mehr ist es eigentlich nicht. Oh Gott. Scheiße, falsch rum kann man natürlich nicht sägen. Das Problem hatte ich doch schon mal. Ah. Ja, dann nochmal. Aber irgendwie doch laut. Okay, aber ich glaube, ich habe den ersten. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. So, jetzt wieder alles umbauen. Oh, kurze kleine Umbau. Geht's in die Werbepause. Das Stück ist natürlich jetzt richtig schmal. Und der Großteil ist wieder komplett im Weg hier. Oh Mann. Mann, das ist aber auch wieder hier irgendwie alles eng. Leute, ihr steht aber auch ganz schön im Weg hier mit eurem Stativ. Aber wir sind bis jetzt, glaube ich, schon relativ sauber unterwegs. So eine Handkreissäge ist schon sehr, sehr geil. Jetzt mache ich das einfach nur hier hinten fest. Und die andere Seite einfach nicht, weil das eh so stabil ist.
Und dann tauche ich einfach hier wieder so ein. Au ja, das mache ich. Ah, Freunde, im besten Moment ist mir leider hier die Speicherkarte flöten gegangen. Ihr könnt schon sehen, das ganze Ding ist jetzt komplett ausgeschnitten. Denn die Handkreissäge hat ja ein rundes Sägeblatt. Das heißt, ich komme hier nicht bis an die Kanten dran. Ja, und ich bin dann halt mit der Stichsäge hier reingegangen und habe halt die Kanten noch weggeschnitten. Und das ging richtig krass gut. Weil das Sägeblatt von der Handkreissäge dicker ist, kann ich da mit der Stichsäge einfach so reingehen und die Kanten halt so bis unten hin ausschneiden. Und dann ist das ganze Ding durchgefallen. Und wie gesagt, die obere Sichtkante ist immer noch die von der Handkreissäge. Und deswegen ist das jetzt hier so richtig präzise. Sieht richtig gut aus, aber leider haben wir hier wieder so eine Pappfüllung. Dieses Stück hier ist tatsächlich so Pressspan. Also anscheinend machen die außen irgendwie so einen Rahmen drum, damit es ein bisschen stabiler ist und füllen die Mitte damit Pappe. Man könnte jetzt sagen, Mann, was eine billige Scheiße. Oder man sagt, es ist auch irgendwo nachhaltig. Achso, hier übrigens der Beweis, ne? Da hier ist Pressspan außen. Und der Rest ist dann halt wie gesagt Pappe. Naja, aber ihr habt mir wie gesagt irgendwas in die Kommentare geschrieben, dass man hier irgendwas drauf bügeln kann und damit die Kante dann ein bisschen schöner aussieht. Sollte ich mich mal mit beschäftigen gleich. Jetzt machen wir das Ding hier aber erstmal wieder ein bisschen sauberer und gucken, ob wir denn die Plexiglasscheibe hier so drauf bekommen. So, meine Überlegung war es jetzt oben und unten jeweils Löcher zu machen und da damit Schrauben das Ganze so zu fixieren. Die Plexiglasscheibe könnte man auch noch bearbeiten. Die ist wirklich auch echt ein bisschen schief. Die ist wirklich sehr schief. So, jetzt kann ich hier die Folie abziehen. Wow. Und auf der anderen Seite auch. Jetzt lege ich das hier drauf. Ja, keine Ahnung, jetzt stoppe ich vorläufig, glaube ich, einfach erstmal irgendwelche Schrauben hier rein. Also rein funktionabel ist es jetzt schon, ne? Ich find's gar nicht so schlecht. Die Plexiglasscheibe sieht so jetzt katastrophal krumm und schief aus im Vergleich zu dem, was ich da zusammengeschnitten habe. Bin ich immer noch sehr stolz drauf. Aber ansonsten, es macht natürlich genau dieses Ding das Bild komplett kaputt. Aber konnte ja keiner ahnen, dass ich das so gut hinkriege. So, Freunde. Würde das jetzt aussehen? Geil, es ist perfekt. Ganz ehrlich, ich finde das sogar eigentlich schon fast cool, so mit diesem roughen Rand. Ich finde das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Das sieht halt so selbstgebastelt aus. Nur die Späne nerven mich ein bisschen. Aber Freunde, ihr wisst, was hier zum Einsatz kommt. So, Freunde, jetzt zieht euch das rein. Ich mache das Ding hinten an. Und ihr müsst jetzt einen Schritt zurück. Und zack, ich mache die Tür zu. Oh, yes, baby. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe zwar noch das Kabel hier. Deswegen kann ich die Tür gerade nicht zumachen. Aber, oh. Leute, genau so muss das sein. Hier, komm, ich mache mal das Licht aus. So. Oh mein Gott, ich kann von hier einfach perfekt da drauf gucken. Es sieht so labormäßig aus irgendwie. Boah, ich bin richtig happy. Richtig gut geworden. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt gerade nochmal überlegt, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht für 4 Schrauben, die ich vorne noch für die Plexiglas Scheibe brauche in dem Baumarktfarbe. Ich begebe mich doch nicht ins Gefahrengebiet zum Corona-Lockdown. Nur wegen 4 Schrauben bin ich ja krank. Nee, Quatsch, Leute. Ich muss ja auch bald nochmal zur Korallenzucht, damit ich noch Aquariumvideos machen kann. Das ist ja mein Job hier. Auch wenn das manchmal so aussieht, als wäre das nur meine Freizeit. Aber nein, ich verdiene hier mit meinem Geld und arbeiten gehen davon, ja. Deswegen nicht wundern, falls ich irgendwann mal zur Korallenzucht fahre. Bitte nicht ausrasten, weil gerade Lockdown ist, ja. Ich darf das sogar. Naja, auf jeden Fall bin ich gerade dabei, das hier hinten anzuzeichnen. Ich werde hier hinten das hier, ne? Ich werde das irgendwie mit der Stichsäge oder so hier irgendwie ausschneiden, weil, ja, ich habe auch keinen Bock, den die ganze Zeit zu verrücken. Ich weiß nicht, die Platte wird ja auch heiß. Problem ist nur, dass jetzt das Ganze hier erstmal wieder raus muss. Was? Habe ich da jetzt gerade was abgebrochen? Ja, okay. Also dieses Stück, womit man diese Sperre für das Filament zurückdrückt, das habe ich jetzt irgendwie abgebrochen. Kriege ich das jetzt irgendwie wieder repariert? Beziehungsweise funktioniert das auch ohne dieses Teil? Das alles seht ihr in der nächsten Folge. Ne, das können wir uns später drum kümmern. So, erstmal muss das Ding hier raus. Raus mit dir, ab, weg! Oh, aua! Oh, der 3D-Drucker hat sich gewehrt. Ah, oh, er hat mir eine Kopfnuss gegeben, weil ich ihm was abgebrochen habe, glaube ich. Oh, es ist schon rot. Oh nein, bitte keine Beule. Nein, bitte keine Beule auf die Stirn! Ich spüre es schon. Scheiße, ich muss das kühlen. Och, Mann. Ich glaube, das reicht schon hier, oder? Mehr braucht die Platte doch eigentlich nicht. So, also wenn ich den jetzt bis hinten hindurch schiebe, dann geht es immer noch nicht, weil das Kabel im Weg ist. Ah, ich kann das Kabel aber da durchdrücken. Und jetzt müsste es gehen, oder? Ja, das muss noch ein bisschen breiter sein. Das kann ich aber mit der Feile machen. Ah, jetzt geht's komplett durch. Mein Gott, ich habe aber wirklich mal wieder Millimeter genau hier das Ganze gemacht, ne? Es passt so gerade drunter. Ach, und jetzt ist, wenn es noch ganz vorne fährt, dann ist das wieder selber im Weg. Oh, scheiße. Ich müsste es ja eigentlich nur ein bisschen höher sägen, ne? Dann ist es nicht mehr so sehr im Weg. Dann würde sich das hier durchdrücken. Ja, ich brauche anscheinend noch ein bisschen mehr. Auf ein neues! Yay! Au!
Mann, ey. Der 3D-Druck hat auch keinen Bock mehr langsam, glaube ich. So, jetzt aber der letzte Test. Also, Mann. Aber wenn ich das hier erst reinstecke vielleicht. So, klar, funktioniert's. Jetzt geht's raus. Zieht sich wieder komplett raus. Ich weiß nicht, ob das von der Kraft her reicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht kann ich einfach das Stromkabel hier so außen vorbei machen. So. Dann kann das nämlich jetzt gar nicht mehr so richtig hoch. Und jetzt, das ist die Lösung. Geht das auch noch weit genug? So wäre das auf jeden Fall die Lösung, falls es jetzt nicht vorne zu kurz sein sollte. Oh mein Gott, Thema vorne zu kurz. Ich sehe gerade, dass ja die Platte vorne auch übersteht in dem Fall. Ach, aber das ist nur so eine Levelgeschichte. Der fährt sonst nicht mehr nach vorne. Aber hier käme der sonst auch raus. Ach, Mann. Ach Mann, ja, das geht schon trotzdem irgendwie alles so. Das sind Ausnahmefälle, das passiert ja nie. Was jetzt aber noch richtig wichtig ist für die ganze Geschichte, ist natürlich Folgendes. Und zwar ein LED-Streifen. Warum steht denn hier was im Weg? Ich habe ja noch ein paar davon übrig. Ein paar habe ich auch meinen Eltern gegeben, aber wir haben hier noch einen LED-Stripe. Und damit natürlich das Fenster auch richtig zur Geltung kommt, brauchen wir natürlich Licht im unten im Schrank. Das ist natürlich jetzt nicht so easy anzubringen, weil ja man den nicht so perfekt über die Ecken machen kann. Weil hier vorne eine Tür ist und die ist ja beweglich. Oder man macht es halt hier hinten hin, quasi hinten einmal so rundum, aber da müsste ich wahrscheinlich irgendwie eine Art Blende noch bauen, damit man nicht direkt auf die LED drauf guckt. Aber glaube ich, lieber wäre mir das eigentlich oben, so hoch ist auch das Fenster nicht. Dann wäre das viel passiver von hier oben beleuchtet. So, ich fange einfach mal hier in der Ecke an. Ah, man, diese Eckstücke, ne? Eigentlich müsste man das echt irgendwie auseinanderschneiden und vernünftige Eckstücke draus machen. Das ist nicht so geil. Naja, falls es nicht klappen sollte, kann ich nachher immer noch mit Heißkleber das woanders festmachen. So, und jetzt wieder zurück. Ja, also diese Kanten hier, das so über Eck zu machen, ist immer nicht so leicht mit den Dingern. Wenn die Tür zu ist, wird man es auf jeden Fall nicht sehen. Naja, ich verbinde es mit dem Strom. So, Achtung. Aha. Leuchtet. Boah, leuchtet auch ein bisschen hell gerade. So, also der Grund, warum ich jetzt auch nicht mehr zum Baumarkt fahren wollte, denn ich hätte ja nicht nur die Schrauben, sondern halt auch hier diese Winkel gehabt, die ich hätte kaufen können, ist, weil ich mir gedacht habe, dass ich die vielleicht einfach selber drucke. Ui. Weil ich brauche einfach nur weiße Kunststoffwinkel. Die kann ich ja theoretisch auch einfach selber drucken, ne? Jetzt kommt natürlich auch jeder Rand so richtig zur Geltung. Aber man kann wirklich perfekt hier von der Seite sehen, wie weit der Druck ist. Das ist schon auf jeden Fall nice. Es erfüllt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut seinen Zweck, finde ich. Ja, es leuchtet ein bisschen noch hier außen raus. Aber ich würde das ja sowieso alles so ein bisschen dimmen und so. Ich glaube, das geht schon klar. Okay, Freunde, hier ist jetzt der Lightstrip und wir gucken uns das Ganze mal in Rot an. Ui. Und in Pink. Oh, Blau. Eigentlich sehen diese roughen Kanten von der Schrankinnenseite auch wieder irgendwie cool aus. Aber ich will mir das wahrscheinlich wieder nur schön reden, damit ich das nicht drucken muss. Also, wie sich jetzt herausgestellt hat, habe ich wohl so ziemlich mit den wichtigsten Teil von dem ganzen 3D-Drucker gerade halt, wie gesagt, kaputt gemacht. Und zwar habe ich dieses Teil hier abgebrochen. Hier geht eigentlich das Filament durch. Also, das Ding saß hier irgendwie so da unten drin. Das Filament geht dann durch das Loch hier oben durch. Wenn man das austauscht oder so, dann kann man das Ding hier zurückdrücken. Dann geht halt quasi ja das hier unten so ein bisschen auf, dass es ein bisschen lockerer wird und man das halt eben rausziehen kann. Und ja, da muss halt immer so ein Druck drauf herrschen auf dem Filament, welches wie gesagt hier so durchgeht. Das wird dann halt hier gegen gedrückt und hier vorne dieses silberne Ding hier, das dreht sich halt eben und zieht das halt eben rein. Und wenn da halt natürlich kein Druck auf dem Filament gegen dieses Ding ist, dann wird auch kein Filament reingezogen. Das heißt, der Drucker läuft so nicht mehr. Ja, jetzt die Frage, ob ich das irgendwie kleben kann. Ich habe hier Aquariumkleber. Vielleicht kriege ich das ja damit hin, aber ich weiß nicht, da ist schon relativ viel Druck drauf. Keine Ahnung, ja, was soll ich machen? Das Ding muss irgendwie wieder funktionieren, sonst kann ich den Drucker in die Tonne kloppen. Also, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt, ansonsten kann man bestimmt auch die kleinen Teile austauschen oder neu bestellen, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht so easy da an der Stelle. Vor allen Dingen, wenn ich das klebe, dann darf ich ja nicht das Rädchen hier unten mit dran kleben, das muss ich ja noch drehen können und so. Keine Ahnung, ich glaube, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Oh, ich glaube, der zieht's ein. Nein, echt? Das hat funktioniert? Das wäre jetzt heftig. Aber es sieht gerade ganz gut aus. Also der zieht auf jeden Fall schon ein. Als hätte ich jetzt niemals gedacht, dass das jetzt funktioniert hat. Ja, Leute, einfach ein bisschen Sekundenkleber dran. Ich glaube, er funktioniert wieder. Es hat jetzt wahrscheinlich so ausgesehen, als hätte alles ziemlich gut geklappt. Aber ich habe es verkackt. Ich habe meinen 3D-Drucker irgendwie kaputt gemacht. Also klar, ich würde das wahrscheinlich vor jedem Druck irgendwie wieder so hinbekommen, dass es funktionieren würde. Aber es wäre jedes Mal extrem die Fummelei und so, weil ich da eben auch immer dran muss. Und weil das so die wichtigste Stelle im 3D-Druck ist. Und zwar wird hier genau damit geregelt, wie viel Filament durchgezogen wird. Und mein Druck jetzt zum Beispiel war jetzt wieder komplett kaputt. Der war viel zu dünn, da war zu wenig Filament dabei. Ja, da könnt ihr mir mal gerne Bescheid sagen, was ich da am besten gegen mache. Ich werde jetzt erstmal meinen PC ausrüsten mit der neuen Hardware hier von Asus. Wie gesagt, großes Dankeschön
Dankeschön geht auf jeden Fall raus und alle Sachen sind natürlich dazu unten noch in der Beschreibung verlinkt. Vor allem bin ich mal gespannt, wie das eigentlich so ist mit einem Wireless-Headset. Ich hatte bislang jetzt noch gar kein Headset ohne Kabel. Das ist eigentlich ganz geil, vor allem wenn ich wieder was mit dem Mikrofon hier unten mache. Dann kann ich mich mal auch frei im Raum bewegen und wenn man mal irgendwie in einem Livestream ist oder so, kann ich dann irgendwie auch auf Toilette gehen und trotzdem noch dabei Musik hören, beziehungsweise das hören, was der Livestream hört. Achso, und das Headset hat übrigens auch noch ein Mikro drin, ohne dass man das lange anschließt. Also das längere Mikro hier ist vor allen Dingen dann besser, wenn es um die Geräuschunterdrückung geht, aber man hat auch noch trotzdem im Headset selber ein Mikro drin. Wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist und einfach so entspannt ein bisschen telefonieren will oder so, geht ja auch. So viel auf jeden Fall dazu. Ich muss es aber jetzt erstmal anschließen. Achso, dieses ganze Paket werde ich übrigens auch noch im Livestream höchstwahrscheinlich am Donnerstag verlosen. So wie ich das Paket bekommen habe, gibt es das auch noch mal einmal für euch. So, das funktioniert schon mal alles sehr, sehr gut. Boah, gerade dieses große Mauspad ist was mir extrem gefehlt hat. Dann hat man wirklich gar keine Übergänge mehr. Das finde ich richtig geil. Ich muss mal gucken, ob ich die wirklich wireless bediene. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit den Reaktionszeiten ist, ob das so einen krassen Unterschied macht. So, das funktioniert aber schon mal. Achso, und das Headset funktioniert übrigens auch hier mit diesem Adapter mit einer Nintendo Switch zum Beispiel. In der Beschreibung findet ihr Infos zu diesen ganzen Produkten hier. Wie gesagt, die werden auch noch verlost. Optisch, finde ich, macht es auf jeden Fall extrem viel her. Ich finde, es sieht jetzt schon viel, viel geiler aus, als es vorher aussah. Und es riecht frisch nach Neuwagen. Oh. Ja, Leute, es sind noch ein paar Videos geplant. Das heißt, es gibt jetzt keine wieder so lange Pause, wie die, die es jetzt gegeben hat. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Reaction-Kanal, wie gesagt, ist auch in der Beschreibung. Take this Izzy, nehmt das Leben zu ernst. Und ihr könnt auf jeden Fall gerne immer noch auf Instagram sowohl Izzy official als auch Izzy.aquarium vorbeischauen, wenn ihr mehr Aquarium-Updates haben wollt. Dann mache ich nämlich jetzt auch fleißiger und regelmäßiger Stories, Leute. Take this Izzy, nehmt das Leben zu ernst. Dankeschön an Asus für die Kooperation. Bis dann und tschüss.